Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind hier unterwegs in Polybridge. Falls der Ton gerade ein bisschen anders klingen sollte als sonst, das liegt daran, dass ich an den Aufnahmeeinstellungen ein bisschen was geändert habe. Mal gucken, wie es funktioniert. Es müsste eigentlich alles gut sein. Ich habe die letzten Tage da viel experimentiert, viel eingestellt und so weiter und so fort. Es müsste so gehen. Garantieren kann ich aber leider nicht dafür. Also falls was nicht stimmen sollte, seht mir bitte nach. Ich bin da im Moment noch in der Einstellungs- und Abstimmungsphase. Wisst ihr schon. Gut, okay, Polybridge. Wir beginnen mit, das Gelbe hier bedeutet, glaube ich, dass wir es bereits geschafft haben. Gelb, kicken wir mal. Genau, das war das Letzte. Wie komme ich denn hier zurück? Ich habe es schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, muss ich gestehen. So, hier. Elevation oder auch Elevation, wenn man so will. Wir haben ein Budget von 32.000, wir haben ein paar Materialien, wir haben einen Sportwagen hier unten, wir haben Hydraulik und wir haben danach ein Boot und ein Auto. Da bin ich immer gespannt. Also erst fährt er hier von A nach A. Okay, der will einfach nur eine gerade Strecke fahren, das ist soweit noch recht verständlich. Aber anschließend will er hier dahin. Und wir haben nur begrenzte Straße zur Verfügung. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Also meine Vermutung wäre, dass wir hier mit genau 10 Bauteilen hinkommen. Richtig. Das heißt, ich muss diesen Anteil hier nehmen und so, dann schneide ich ihn halt aus und baue ihn so hier ein. So. Gut, haben wir das. Und das bedeutet, dass dieser ganze Krempel hier hinterher nach oben fahrbar sein muss. Wir haben ein paar Seile, wir haben ein paar Stahlgestänge. Das ist soweit ganz nett. Tja. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll, aber irgendwie wird es schon funktionieren müssen. Also mit dem Stahl könnte ich mir vorstellen, hier vielleicht ein Konstrukt zu bauen. Na, irgendwie so ein paar Säulen, so ein paar Stützen nach oben. Bauen einfach mal drauf los und dann sehen wir schon. Sowas in der Art vielleicht. Und dann, hier wäre die Mitte. Und von hier aus kommen wir auch hierher wieder zurück. Das ist in sich jetzt natürlich noch nicht stabil. Frage, wie kriegen wir das stabil? Ich würde fast sagen, indem ich das hier zusammenzurre. Das müsste auf diese Weise jetzt eigentlich halten. Ja, die Straßen natürlich nicht, ne? Ist schon klar. Aber alles drumherum sollte eigentlich halten an dieser Stelle. So, okay. Dann fange ich jetzt mal an, hier so ein bisschen mit Holz zu kaspern. So vielleicht? So auf halber Höhe? Ich mach das mal erstmal so. Dann einmal hier runter, einmal da hoch. Das müsste eigentlich schon ganz gut helfen, dieses Stück hier zu halten. Selbiges jetzt auch auf der anderen Seite. Also einmal bis hier, genau. So. Übrigens wünsche ich allen da draußen ein frohes Fest gehabt zu haben. Fällt mir gerade noch so ein. Weihnachten ist ja jetzt rum, wenn diese Folge hier rauskommt. Hier muss ich abtrennbar machen. Hier muss ich auch abtrennbar machen. Kicken wir mal. 2 ist der bewegliche Teil. Das soll beweglich sein, das hier nicht. Und hier ist 1 der feste Teil und 2 der bewegliche Teil. So. Dann müssen wir dem Ganzen ja auch noch eine gewisse Stabilität geben. Ich denke mal, das mache ich mal so, schön weit nach oben. Dann hier wieder schön zickzack. Das sollte jetzt für sich schon mal halten, muss aber noch hochgezogen werden können und dafür brauchen wir die Hydros hier. Ob das so wirklich hinhaut? Gut, von hier unten aus kann ich ja schlecht, ne? Ah, die Hydros sind zu kurz, scheiße. Okay, ich geb's zu, das hatte ich jetzt so nicht auf der Rechnung. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Warte mal. So, dann nehme ich das hier jetzt wieder weg. D war das. Genau, ja. Jetzt habe ich also das Seil noch gelöscht, das wollte ich so natürlich nicht. So, jetzt haben wir hier freischwebendes Holzstück. Wirkt erstmal doof, aber da komme ich mit der Hydraulik dran. Und von da aus kann ich jetzt noch mehr Hydraulik ziehen. Sagen wir mal dahin und dahin. Und das könnte in der Gesamtheit, wir sind leicht über das Budget, aber es könnte in der Gesamtheit ja jetzt ausreichen, um den ganzen Spaß hier weit genug anzuziehen. Das ist so die Hoffnung, die ich habe. Kann das so funktionieren? Ich habe absolut keine Ahnung. Werden wir es rausfinden? Ja, gucken wir mal. Oh. Kann das sein, dass ich hier ein bisschen was vergessen habe? So eine kleine Stütze, möglicherweise, eventuell. Die sitzt hier richtig und hier jetzt auch richtig. Ach so, eines davon, das hintere, ist ja das Holz hier.
Gell, das hier müsste das Gestänge sein, das hier müsste das Holz sein, wir gucken mal. Mit ein bisschen Glück haut das so hin. Also erstmal klappt nichts von selbst zusammen, das ist schon mal sehr gut. Oh, 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 das ist ein bisschen zu hoch. Und Dots. Okay, ist ein bisschen zu hoch, aber vom Prinzip her könnte das hinhauen. Mit ein bisschen Glück natürlich. Mit ein bisschen Glück ist schon klar. Reduziere das hier mal auf 20. So. Würde höchstens passieren, dass das Autochen, dass unser Käfer hier auf der linken Seite auf die Brücke drauf fährt und die dann so nach rechts rausschwingt. Dann hätten wir ein Problem. Aber das wird sich zeigen. Für den Moment möchte ich einfach mal noch ganz zuversichtlich sein. Machen wir hier gerade noch die, achso, war schon an. So sehen wir nämlich, was hier wie belastet ist. Höhe gefällt mir ganz gut. Ach, schade. Okay, das ist hier zu viel Belastung, aber da kommen wir mit um, da kommen wir mit um. Dann ziehe ich einfach hier irgendwie noch, das ist zu teuer, ne? Na gut, zur anderen Seite brauche ich sie auch gar nicht. Mit ein bisschen Glück reicht die Stabilität jetzt. Mit ein bisschen Pech reicht sie nicht, wir werden sehen. Keine Ahnung, was der Kollege hier unten will, vielleicht wird hier irgendwann noch ein Tunnel gegraben oder so. Wir werden es vermutlich nie erfahren. So, er dotzt hier drauf. Wir können fahren. Ist angeknackst. Ist angeknackst, hat aber gehalten. Preisfrage. Nur mal so angenommen. Spiel hängt. Warum hängt das Spiel? Was ist da los? Ah, okay. Nur mal angenommen, ich würde das Ding hier entfernen und das alles von dem Seil abhängig machen. Reicht das dann? Vielleicht haben wir ja Glück. Gampelmann hat mir die Stoppuhr gar nicht gestellt, aber ich sehe im Moment in OBS, wie weit wir in etwa sind. Das passt schon ganz gut. Oh. Das habe ich so jetzt nicht kommen sehen. Warum ist das jetzt... Hä? Warum ist denn die Brücke jetzt hier zerfallen? Ich habe doch nur hier hinten was geändert. So, er fährt hier durch. Alles gut. Er fährt hier drauf und... Und das hier ändert was daran? Naja... Gut, okay. Gucken wir nochmal. So. Da kommt er. Jetzt fährt er hier drauf und jetzt hält's. Okay, das geht mir jetzt zur Abwechslung mal so gar nicht in die Birne, aber hey, lassen wir es einfach so stehen. Ist okay. So, nächstes Level. Some levels give you access to the hydraulic controller in the bottom bar. This allows you to choose whether specific hydraulics or split joints will activate during hydraulic phases. Ja, kannte ich bereits. Okay, wir haben zwei Fahrzeuge, wir haben Hydros, wir haben... Also die zwei Fahrzeuge, Warte mal. A1 will wohin? Also A1 ist er hier. Er fährt hierher, will runtergelassen werden und weiterfahren. Und er fährt hierher, will hochgezogen werden und weiterfahren. Wir haben ein begrenztes Budget, aber unbegrenztes Material und wir haben sogar Stahlkabel. Gut. Bin ich mal gespannt. Also das hier geht auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Das geht aber hier jetzt nicht. Das ist nicht so gut. Was machen wir denn da? Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre da was. Ja, das geht immer gar nicht auf. Jetzt doof? Also sowieso, aber... Macht das so Sinn? Kostet auf jeden Fall ein Heidengeld. Das auf jeden Fall ja. Müsste ich das hier eigentlich hier irgendwie... Gut, das wäre doof. Das hier wäre noch sinnvoll. So müsste ich es eigentlich hier stabilisieren. Das hält jetzt für sich genommen auf jeden Fall. Blub. Gut. Nächster Schritt sind die Straßen. Da muss einmal eine... Nee, warte mal. Schluss. Die muss einmal hier oben hin. Und dann runtergelassen werden. Und die muss einmal hier unten hin und dann hochgezogen werden. So, dem Ganzen verpasse ich jetzt noch ein bisschen Stabilität. So. Damit der ganze Spaß hier nicht zusammenklappt. Hier auf der Seite das gleiche Spiel. So. Einmal hier rüber. Fishing Planet hat angekündigt. Wie lange habe ich Fishing Planet nicht mehr gespielt? Das habe ich nur ein, zwei Mal angespielt bisher. So. Und hier muss ich auch einmal aufsplitten. Lose, lose, fest. Fest, lose, lose. Fest, fest, das stimmt so nicht. Und hier auf der Seite stimmt's. Und das hier stimmt auch.
gut, okay, nächster Schritt, Hydros. Bin so doof, ne? Da habe ich ja das gleiche Problem wieder wie zuletzt. Also das Problem ist, dass es hier nicht stabil bleibt. Wisst ihr, wie ich meine? Also die zwei Brückenstücke, die kann ich auf jeden Fall lassen. Die bleiben. Aber diese Konstruktion hier oben drüber, ich glaube, die werde ich ja nochmal ein bisschen überdenken müssen. Ich denke dabei an... Ja gut, ich brauche natürlich schon ordentlich Luft, ne? Um hier weit genug, um hier den Weg weit genug runterklappen zu können. Andererseits, jetzt stellt euch mal vor, ich würde die Brücken auf einer Seite festlassen und auf der anderen hochziehen, dass es zu so einer Rampe wird. Könnte das hinhauen? Das könnte doch gehen, oder? Also, dass ich hier festmache und hier festmache. Und dann... Na gut, das ist zu weit weg. So gesehen sowieso ein bisschen, ja. Gut, wurscht. Dann muss ich einmal mit der Hydraulik, sagen wir mal, dorthin. Und die soll nicht kürzer werden, sondern länger. So, jetzt gucke ich mal gerade ganz kurz. Die fahren los und halten an. Irgendwie nicht so wirklich, ne? Irgendwie nicht so wirklich. Aber ich glaube, vom Prinzip her könnte das hinhauen. Ich ändere hier mal nochmal was. Da kommen jetzt Seile hin. Natürlich lose dort. Wir gucken nochmal, ob das so vielleicht... Was war das denn? Er fährt hier drauf und es... Ja, natürlich. Das Seil kann ja nur Spannung geben, wenn wir hier eine feste Verbindung haben. Wenn hier keine feste Verbindung ist, dann haben wir... Richtig, ein Problem. Also das ist auf jeden Fall schon mal großer, großer Käse. Mensch, Kerke, streng dich mal ein bisschen an. Wie mache ich das? Ich mach das mal ganz anders. Löse es hier wieder und hier. Guck mal kurz, stimmt so und stimmt so. Und jetzt möchte ich... Kann ich so auch nicht bringen, oder? Nur mal so von der Überlegung her. Ich könnte ja... Wie hoch sind wir hier? Drei Felder, das wäre so in etwa gleich. Dann schnappe ich mir so ein Stahlseil. Und so einmal... So und einmal so diese Säulen hier fest. Übrigens, in der letzten oder vorletzten Folge hatte ich irgendwann mal gesagt, da hatte ich hier diese Eisenkonstrukte. Und hatte gesagt, die Basilisken, die hier stehen. Ist natürlich Blödsinn, gemeint waren Obelisken. Nicht Basilisken. Basilisken sind diese possierlichen Tierchen, die alle zu Stein verwandeln. Oder wenn man gerade zufällig keinen Spiegel zur Hand hat, auch gerne mal, ne, wisst ihr schon. Wer Harry Potter gesehen hat, weiß Bescheid. So. Erstmal gucken, kann das so überhaupt halten? Das ist bestimmt viel zu... Huch. Was war's denn jetzt? Das soll natürlich fest sein hier. Und hier ist es fest. Okay. Wir gucken nochmal. Was ein Blödsinn. Also vom Prinzip her hält es. Ich sollte nur die Art der Halterung nochmal ein bisschen überdenken, glaube ich. Aber im Prinzip geht das. Im Prinzip. Also angenommen, ich baue jetzt die Hydraulik hier weg und die Hydraulik hier weg und gebe dem Ganzen schon mal ein wenig mehr Stabilität, indem ich die Hydros einmal hier hinziehe und einmal dorthin ziehe. Aber das geht jetzt nicht. Warum geht denn das nicht? Das ist doch Mobbing. Tja. Was mache ich denn da? Muss ich die Brücke dann wohl in kleinere Teile zerteilen, wa? Also insoweit hier. Passt mir zwar eigentlich eher nicht. Aber vielleicht. Bocke schreibt gerade. Gucke ich mir gleich nochmal an.
Wenn ich es richtig interpretiert habe, dann wünschen wir wahrscheinlich einen guten Rutsch. Wünsche ich euch ebenfalls, by the way. Und dir auch, Wocke, falls du das hier sehen solltest. Also guten Rutsch und liebe Grüße. So. Falls die Brücke jetzt von sich aus halten sollte, bekommt sie hierdurch ein bisschen mehr Stabilität. Ist natürlich immer noch ein Schiffchen, das zur Seite wippen wird. Aber solange wir hier keinen Angelpunkt mehr haben, könnte das reichen. Ich baue hier auf der Seite mal nicht um. Wir beobachten mal erstmal nur die eine Seite hier. Ah? Er fährt nicht weiter. Außerdem sollten diese Hydrauliken hier länger werden und nicht kürzer. So. Na komm. Hallo? Ah, jetzt. Ja, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie noch stabilisieren. Bin aber auch ein bisschen ratlos gerade, muss ich gestehen. Das muss ja hier komplett anders werden. Und hier dementsprechend auch. Das kann schon mal komplett weg. Stahl würde ich gerne weiterhin verwenden. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wie. Am besten wären natürlich zwei Punkte, an denen ich die Hydros festmache. Das Ding hier ist jetzt aber in sich noch nicht stabil. Ich könnte es aber stabilisieren mit einem Seil hierher und dorthin. Auf die Weise ist dieser eine Poller hier nach links und rechts kippgeschützt und stützt die gesamte restliche Konstruktion. Wenn das so ausreichen sollte, dann wären wir immer noch nicht so ganz da, weil das Ding immer noch vor und zurück schwingen kann. Aber im Groben könnte das so funktionieren. Wir gucken mal. Hä? Ach so, natürlich. Ja. So. Jetzt könnte es aber gehen. Ah, seht ihr? Es wippt. Aber er könnte fahren. Das immerhin. Preisfrage ist... Wie kann ich das stabilisieren? Wir sind jetzt schon fast an der Budgetgrenze und das ist nur ein Teil dieser ganzen Brücke hier. Müssen wir gerade nochmal kurz die Abfolge ansehen. Genau, die fahren los, dann kommt die Hydraulik. Dann fahren sie weiter. Dann kommt die Hydraulik wieder und dann können sie... Okay, das macht Sinn. Macht das Sinn? Ich denke, das müsste Sinn machen. Ich bin ein bisschen ratlos gerade. Ich meine, vom Prinzip her ist das okay, aber um es zu stabilisieren, müsste ich diese Hydrauliken hier am besten so ein bisschen nach außen spannen. Aber das kann ich nicht. Weil ich hier, wo die Säule gespannt ist, keine Hydraulik einbauen kann. Das geht ja nicht. Und wie weit reicht der ganze Spaß? Komme ich vielleicht bis da unten? Das würde noch gehen. Dann komme ich hier jeweils auf so einen leichten Winkel nach außen. Das könnte gehen. Wir schauen mal. Der sagt gleich, wie der Level fällt, weil der ganze Spaß hier runterfällt. Genau. Roms. Er steht einigermaßen ruhig und kommt tief genug. Und er kann fahren. Könnte so gehen. Dann baue ich den hier auf der anderen Seite jetzt auch mal gerade um. Also wenn das fertig ist, das wird nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber wenn es im Endeffekt funktioniert, will ich damit zufrieden sein. So, jetzt auch die Mini-Gedingse hier. Wieder mal zickzack, alles hier schön stabilisieren. Mal kurz kicken, das ist fest, das sollte aber nicht sein. Das ist lose, das ist gut. Und den ganzen Spaß hier müsst ihr eigentlich hochziehen. Genauso weit, wie das Zeug hier runter muss. Jetzt komme ich auch von der Hydraulik her, von hier aus, nur gerade so bis da oben hin. Ihr seht hier den Kreis, den möglichen Radius. Ich komme nur gerade so bis dahin. Das heißt, von hier unten aus werde ich nicht auf dieselbe Höhe kommen. Eine Möglichkeit, die ich hätte, wäre jetzt zum Beispiel, hier den ganzen Spaß aufzubauen. Ich bin jetzt, glaube ich, auch höher als hier drüben. Also im Verhältnis. So, kurz mal gucken. Soll fest sein, soll fest sein und soll fest sein, okay? Hydraulik bitte.
Die hätte ich jetzt gerne. Ja, bis da unten komme ich jetzt nämlich nicht. Die bräuchte ich jetzt also einmal hier und einmal hier. Und die soll kürzer werden. Ah, gucken wir mal. Zufrieden bin ich damit nicht wirklich, aber wir gucken mal, ob das vielleicht gelingen könnte. Oh. Ich fährt aber auch ganz schön weit vor, der Kollege hier. Jetzt sind hier die Seile ge... Hä? Hä? Was? Das Ende des Ganzen habe ich jetzt nicht so wirklich verstanden, muss ich gestehen. Okay, wie kriegen wir das hier hin? Ich denke mal, ich hätte hier ganz gerne ein Zwischenstück mal wieder. Das hatten wir ja schon mal. Das hätte ich gerne etwas schmaler hier. So mache ich das mal. Das Zeug hier kann weg. Hä? Nein. Ah, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Aha. So wollte ich das nämlich. Jetzt Hydraulik. Hierher und wieder nach außen. Hierher und wieder nach außen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dieses Holzstück hier wirklich ausreicht. Ich ersetze es am besten direkt schon mal durch Stahl. So. Gut. Das Ganze soll sich zusammenziehen. Soweit die Theorie. Könnte gehen. Könnte. Ich glaube fast nicht dran, aber wir schauen mal. Okay, ein bisschen sehr wackelig alles. Und er fährt sich auch ein bisschen sehr hoch. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, was ich hier sehe. Ja, hat sich doch ganz elegant gefaltet hier, oder etwa nicht? Ja gut, okay, ich sehe es ein, das war nichts, das war gar nichts. Wie mache ich jetzt weiter? Die Seite hier muss ich anders aufbauen, das bleibt nicht aus. Die Frage ist nur, wie? Wie anders? Wie baue ich es auf? Mal versuchsweise. Ist eigentlich nicht die Grundidee, weil wir hier jetzt wieder einen festen Knotenpunkt haben, um den das ganze Schiff hier wippen kann. Aber mal gucken, ob das vielleicht ja doch ein bisschen mehr Stabilität bringt. Überhaupt nicht. Was da gerade passiert? Kann es sein, dass hier ein Seil fehlt? Ich glaube, hier fehlt ein Seil. Jetzt ist das Seil wieder da. So. Jetzt haben nämlich diese Säulenkonstruktion hier eine Chance zu halten. Das Zeug hier hingegen eher nicht so. Ach, Herrgott, nochmal. Wenn ich jetzt mit Seilen zwei Angelpunkte mache, mal kurz gucken. Wie weit komme ich hier mit dem Hydraulik? Bis da oben. Bis da oben komme ich mit der Hydraulik. Frag nicht, ist nur ein Experiment. Das größte Problem ist, dass das Ding hier total weit wippt. Um das zu unterbinden, bräuchte ich eigentlich eine Querstrebe. Allerdings bräuchte ich dafür eine Hydraulik, die gerade genau so weit zieht, dass es passt. Ich hoffe, das macht einigermaßen Sinn, was ich hier sage. Ich hoffe, ihr versteht einigermaßen meine Gedankengänge. Also was ich meine ist, das hier ist jetzt ein, nicht mal ein Parallelogramm, das ist ein, wie sagt man da, ein Trapez oder was? Auf jeden Fall, ein Viereck mit vier beweglichen Punkten, mit vier beweglichen Eckpunkten. Und das bedeutet, dass sich dieser ganze Spaß hier verschieben kann. Das sehen wir ja die ganze Zeit. Es kann sich hier vor und zurück verschieben. Und um das zu unterbinden, brauchen wir eigentlich eine diagonale Befestigung. Genau das ist das Problem. Die Frage ist, wo bekomme ich die her? Außerdem bewegt sich sowieso sehr hoch, sehr viel höher als wir es brauchen. Angenommen, ich sage jetzt, ich schaue mal von hier aus. Möchte von da aus jetzt einmal hier runter. Und von hier aus bis... Dort müsste das sein. Dann ziehe ich hier meine... Dann ziehe ich hier nicht meine Seile, weil das Geld nicht reicht. Ja,
Ach, Herrgott, nochmal. Kann doch nicht wahr sein. Gott, was mache ich denn? Über die Zeit sind wir sowieso schon wieder. Ich bin hier gerade zu blöd für, also so leid es mir tut. Bin wahrscheinlich wieder viel zu kompliziert. Könnte ich mir so vorstellen. Ich hab doch hier einen festen Punkt. Der bringt mir aber nichts. Das hier hält ja soweit an sich. Ich muss diesen Krempel hier nur noch nach oben kriegen. Das muss doch möglich sein. Das muss doch möglich sein. Jo, das war schon mal gar nichts. Und warum nicht? Weil die hier mal wieder nicht fest sind. Herrgott nochmal, immer diese Umstellerei. Er wartet genau auf den Rückschwung, bevor er losfährt. Das bricht uns an dieser Stelle irgendwo das Genick. Kann ich vielleicht so eine Art Stopper einbauen dafür? Geht das? Dass das Ding dann nicht weiter wippen kann? Nee, das wandelt ja einfach durcheinander durch. Das funktioniert schon mal gar nicht. Ja, Gott nochmal, wie mache ich denn das? Ich habe absolut keine Ahnung. Muss ich ja ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Problem ist einfach dieses viele Herumgewippe. Sowas hier würde gehen. Nur mal für Spaß, Leute. Nur mal für Spaß. Nur mal für Spaß. Das ist dann wieder im Weg beim Runterfahren, weil hier unten ein Auto im Weg steht. Ach nö. Wie doof. Okay, noch ein anderer Gedanke. Jetzt werde ich langsam total bekloppt. Aber halt von der Überlegung her. Anders. Ich mach das anders. Und zwar so. Dann kommt hier unten noch eine Hilfskonstruktion dran. Dann brauche ich hier eine Hydraulik, die das Ding hier nach unten zieht. Das ist auch Käse, weil das beim Zurückfahren einfach wieder im Weg sein wird. Außerdem ist es jetzt schon im Weg. So, jetzt kann er da drüber. Oh. Okay, ich glaube langsam, diese Brückenkonstruktion hier, die ist mir ein bisschen über. So, ja. Dann würde ich sagen, gebe ich an dieser Stelle hier offiziell auf. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ne, es stoßt uns dieselbe wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge die nächste Brücke an, würde ich sagen. Weil die eine da, die ist mir offensichtlich über. Also dann, ich bitte um Entschuldigung, dass wir nicht viel weiter gekommen sind. Und, ja. Wir freuen uns dann einfach mal gemeinsam auf das nächste Mal. Wenn es dann vielleicht wieder weitergehen mag. A soll da hochfahren, C soll da runterfahren, die wollen danach wieder zurück und wir haben Hydraulik. Ah, ich bin eh schon viel zu lang drüber.
Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, entschuldigt bitte, dass nichts geworden ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, euer Kerger.